Wir stellen hier einmal die GSM-Kamera vor und wie man diese mit der passenden App nutzt. Dazu öffnet man die App und fügt dann eine Kamera hinzu mit Hilfe der IMEI und dem Passwort. Die Kamera kann man nun öffnen und dann sieht man, welche Bilder schon übertragen wurden. Die kann man dann mit einem Klick größer machen. In den Optionen gibt es verschiedene Möglichkeiten und eben unter anderem auch die Möglichkeit, ein Foto anzufertigen. Es dauert dann etwas, je nachdem wie die Internetverbindung der GSM-Kamera so ist. Aber nach einigen Sekunden erhält man dann das Foto der Kamera direkt aufs Tablet oder Smartphone. Die Kamera erhalten Sie bei www.alarm.de.